So Leute, die letzten One Piece Wochen waren der absolute Hammer und heute lassen wir die Pause mit einem knackigen Podcast beginnen. Ihr habt mir eure Fragen auf Instagram gestellt und diese gehen wir nun gemeinsam durch. Wie immer, zockt nebenbei irgendwas, räumt auf, lernt, tut halt Dinge, die ihr sonst normalerweise aufschieben würdet. Außer natürlich den Kanal abonnieren und das Video bewerten. Ist natürlich klar, Leute. Nun würde ich sagen, lehnt euch zurück. Los geht's. Eins muss ich sagen, auch wenn das Kapitel so einen Gang runtergeschaltet hat, da waren die Fragen aber sehr, sehr knackig, denn hier gibt es einige Dinge, die natürlich jetzt für die Zukunft sehr wichtig werden könnten und wir beginnen direkt mit der allerersten Frage, nämlich lautet diese Frage, meinst du Big Moms Amnesie wird noch hilfreich sein für die Zukunft? Und hier ist natürlich etwas, Eiichiro Oda macht etwas, um halt was für die Zukunft aufzubauen und er greift natürlich auch Dinge aus der Vergangenheit immer mal wieder auf, ja. Das bedeutet, man hätte hier quasi so einen kleinen Joker in der Hinterhand, ja. Big Moms Amnesie könnte in der Tat noch in der Zukunft hilfreich werden und mit hilfreich meine ich natürlich, dass sich das Ganze für uns als Vorteil herausstellt, denn jetzt nehmen wir mal an, spinnen wir einfach mal ein bisschen, ja. Ruffy und Co., die bekommen oben sowas von Kaido aufs Maul, also richtig aufs Maul. Die verlieren dort, kriegen richtig, richtig auf die Fresse und währenddessen stürzt quasi das Dach ein, ja. Big Mom, keine Ahnung, verliert irgendwie gerade mal die Kontrolle oder so und schlägt halt komisch mit dem Kopf auf, ja. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ja. Ruffy und Co. besiegt alle halb tot, wie auch immer. Und was könnte man dann machen? Man könnte Big Mom hier quasi so als kleines Schutzschild benutzen, indem sie in ihre Amnesie oder in diese Amnesie wieder verfällt, wo sie ja mit Chopper und Co., wo sie ja dann mit denen befreundet war, ja, da könnte man halt wirklich ein bisschen draus machen und das würde zu Oda passen, denn ich persönlich sehe halt jetzt einfach nichts anderes als die kommende Niederlage und man muss diese Niederlage natürlich irgendwie überwinden und das wird natürlich auch passieren. Es ist halt eine Möglichkeit von ganz vielen Möglichkeiten, wie man jetzt eine Niederlage so ein bisschen hinausziehen kann, damit die Strohhüte oder die Allianz im Allgemeinen wieder zurückkommt, der ihr Comeback feiert oder gerade die 5 Supernova, die ja hier im Hauptkampf gegen Kaido dann teilnehmen werden, dass man da vielleicht so ein bisschen eine kleine, ich sag mal, so eine Auffangmatte oder so ein Auffangnetz hat, ja, dass man hier Big Moms Amnesie zu jeder Zeit nutzen kann. Ich denke, Eiichiro Oda hat das vermutlich auch so mit einbedacht, ja, dass man sagen kann, okay, wenn es irgendwann mal ein bisschen brenzlig werden wird, kann man vielleicht auf diese Amnesie zurückgreifen, weil es wäre jetzt nicht out of nowhere, ja, es wäre ja jetzt nicht irgendein Ass-Pull oder sowas. Big Mom hatte diese Amnesie und ich kann mir auch gut vorstellen, dass so eine Rückfälligkeit, wenn man wieder so ähnlich irgendwie eine Verletzung hat oder so, dass sowas wieder passieren könnte. Genau weiß ich nicht, ich bin nämlich kein Arzt, aber ich denke, da kann man natürlich mit so einer kleinen Rückfallquote rechnen, dass man, keine Ahnung, wenn man wieder doof aufkommt oder wenn Big Mom jetzt ins Wasser fällt oder so und dann erstmal gerettet werden, dass das wieder halt dahin resultiert, dass man eine Amnesie hier irgendwie hat und diese Amnesie, die könnte Big Mom halt helfen, ja, diese doppelte Persönlichkeit, die dann Big Mom in diesem Falle so ein bisschen hätte. Klar, wäre mit einem sehr, sehr bitteren Beigeschmack, ja, aber wenn man das Ganze ein bisschen weiterspinnen würde, könnte man das natürlich dann mit vielleicht dem zukünftigen Auftauchen von Katakuri, mit der Spiegelwelt etc., könnte man das damit so ein bisschen rechtfertigen, aber das ist natürlich Zukunftsmusik, ja, aber ich muss hier ganz klar sagen, diese Amnesie von Big Mom, die kann man in der Tat nochmal vielleicht irgendwie benutzen, um halt die Strohhüte bzw. die Allianz hier irgendwo aus einer gewissen Situation rauszuboxen, also da muss ich auf jeden Fall sagen, diese Idee, die sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Kommen wir zur nächsten Frage und ja, wir haken die Frage jetzt erst einmal ab. Wer glaubst du ist diese Person? Und diese Frage habe ich wieder so oft bekommen, obwohl man das eigentlich in der Review relativ gut durchgekaut hat, ja, aber wir gehen nochmal auf diese Frage ein, denn ja, Leute, es gibt auch wirklich viele, die darauf beharren oder versuchen rauszulocken, oh, zu wie viel Prozent glaubst du, ist es Enel oder so? Ja, Leute, es ist nicht Enel, Punkt, Ende, aus. Das ist ein Joke für die, die vielleicht ein bisschen ernst meinen, was ich mir nicht vorstellen kann, ja. Wir sind ja alle ein bisschen relativ klug, ja, wir sind ja alle intelligent, ja. Deswegen denke ich nicht, dass wirklich jemand, gibt es wirklich jemand von euch, der an Enel glaubt? Also, das ist ja eigentlich nur so ein großes Meme, gerade um die
dieses Kapitel. Also Leute, ich glaube nicht, dass da wirklich jemand dran glaubt. Ja. Falls jemand da ist, der da sagt, okay, ey, das könnte wirklich Enel sein und ich glaube dran, ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Aber ich denke, die meisten werden dann sagen, dass du ein bisschen lost bist. Aber gut, ja, würde mich einfach mal interessieren. So, wir haben weitere Kandidaten, ja. Da gab es einige, die geschrieben haben, oh, es könnte ja Iso sein. Nein, Iso ist es nicht. Iso war ja mit den Scabbards oben, ja, und Iso ist ja mit diesen Neuen, die da wirklich im Dreck liegen, da in diesem Raum, ja, und es war ja eine zusätzliche Person da, also 10 Personen, also Iso ist in diesen Neuen mit drinnen, also Iso kann es auch nicht sein. Dann gab es natürlich die Theorie, dass es Fukuro Kujo ist, ja, und die fand ich schon mal ein bisschen interessanter, wobei Fukuro Kujo das Einzige, was hier, oder zwei Sachen, die hier dafür stimmen könnten, wäre einerseits seine Ohren, ne, die sind natürlich auch so ein bisschen lang und so, könnte von der Silhouette her passen, aber vom Kopf her natürlich nicht, der den übelsten Eierkopf, der wirklich hoch hinausgeht, also das ist ja echt krass und ja, die andere Sache ist natürlich Fukuro Kujos gemeinsame Vergangenheit damals mit dem Kozuki-Clan, ja, oder mit der Kozuki-Familie, oder da hat Fukuro Kujo ja mit denen zusammengearbeitet, was die Verbindung da ein bisschen rechtfertigen könnte, wo man halt meinen könnte, es könnte er sein, aber ich glaube auch nicht, dass das ist. Zwei Favoriten, Toki und Hiyori, ja, einer von diesen beiden wird es sein. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, man sieht ja neben Kinemon so eine kleine Silhouette, ja, Kinemon ist ja unglaublich groß, Leute, das dürfen wir nicht vergessen, und es passt halt irgendwie einfach so von dem Größenverhältnis her klar, Hiyori ist eine normale Person, ja, normal groß vermutlich, genauso wie Toki, aber es, ich weiß nicht, also Hiyori, es würde von der Strähne passen, Hiyori sagte zwar, sie wäre angesichts dessen jetzt nicht hier im Krieg mit beteiligt, aber wir kennen das ja alle, ja, wir kennen das ja alle, dann sitze da alleine auf der Insel auf Wano Kuni, alle kämpfen quasi für die Freiheit und du als Nachfahre von Kozuki Oden, ja, sitzt dann da und machst nicht mit, so, das ergibt keinen Sinn, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Hiyori hier die Eifer gepackt hat, dass sie auch nach Wano, dass sie auch mit nach Onigashima gereist ist, ja, im Geheimen natürlich, ich hatte ja in meiner Review die eine Silhouette angesprochen, dass das vielleicht Hiyori auch gewesen ist, ja, da gibt es einige, die sagen, okay, es könnte Toki sein, ja, auf der einen Seite wäre das interessant, Toki ist offscreen gestorben, ja, man hat es so hingenommen, gesagt, vermutet, es ist ja nie wirklich bestätigt gewesen, dass Toki wirklich tot ist. Auf der einen Seite gab es dann natürlich andere Stimmen, die gesagt haben, hey, warum hat Toki dann ihre Kids die ganze Zeit alleine gelassen? Ja? Gut, je nachdem, wie halt ihre Teufelsruf funktioniert, hätte sie vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft springen müssen oder sowas, vielleicht würde das Ganze so ein bisschen erklären, aber für mich, mein Favorite ist immer noch Hiyori Kozuki. Es macht halt einfach Sinn, ja, klar, die Silhouette war vielleicht ein bisschen too much, ja, weil Oda einfach hier ein bisschen rumteasen möchte, er spielt ja häufig mit Silhouetten in letzter Zeit, ja, auch wenn das hier in diesem Fall, denke ich mal, nicht wirklich unbedingt nötig gewesen ist, aber gut, können wir jetzt nicht ändern, das wird sich dann in den nächsten Wochen natürlich aufklären und je nachdem sehen wir dann dementsprechend auch gewisse neue Kampfaufstellungen. Kommen wir zur nächsten Frage und diese lautet, was sind deine Auftauchfavoriten für die Zukunft? Ich gehe mal stark davon aus, dass diese Frage darauf abgezielt wird, wer taucht vielleicht in Zukunft jetzt noch auf Wano Kuni auf, ja? Ich persönlich habe da so ein paar Favoriten, einerseits natürlich die hier Tenguyama Hitetsu, ja, also derjenige, der quasi mit Otama da gelebt und Otama quasi mit aufgezogen hat, ja, es gibt ja diese sehr interessante Theorie, dass Tenguyama Hitetsu der Vater von Oden Kozuki ist, also der Shogun Sukiyaki, denn einerseits haben wir den Tod von Odens Vater nicht wirklich live gesehen, ja, das kann natürlich alles eine Farce sein, ja, und auf der anderen Seite im Anime zum Beispiel hat Tenguyama Hitetsu dieselbe Stimme wie der Vater von Oden Kozuki, das würde hier passen und beide, die sind so Sammler von so Puppen, ja, das ist auch so eine Parallele, die die beiden haben, es wäre krass, wenn der Vater von Oden Kozuki hier Tenguyama Hitetsu wäre, das wäre eine sehr große Überraschung, würde mich übel freuen, das wäre sehr nice und wenn der da hier natürlich in diesem Krieg nochmal auftauchen würde, wäre das natürlich auch nochmal eine Wahnsinnssache und ja, natürlich neben Tenguyama Hitetsu, auch im Allgemeinen, selbst wenn er jetzt nicht der Vater von Oden ist, dass der auftaucht, finde ich oder halte ich für wahrscheinlich, dann natürlich, ja, die Marine wäre natürlich noch eine Option, ja, gerade mit der CP0, die er jetzt hier vermutlich irgendwann Bericht erstatten wird, ja, früher oder später, dann natürlich könnte es natürlich sein, dass Katakuri hier auftaucht,
wie ich vorhin schon erwähnt hatte, mit der Big Mom-Sache, dass Katakuri hier natürlich so seinen Auftritt bekommt, ja, mit der Spiegelwelt und so weiter. Egal wie man es dreht und wendet, dass Katakuri hier auftaucht, halte ich persönlich für wahrscheinlich und würde mich auch eigentlich ganz freuen. Ich denke, wir alle würden uns darüber freuen, wenn Katakuri nochmal auftaucht. Denn ich meine, wenn Big Mom hier in diesem Arc fällt, ja, dann muss Katakuri natürlich auch hier irgendwo teilnehmen. Ja, das ist natürlich etwas, was ich hier definitiv sehe und da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Und ich weiß ganz genau, da wird es jetzt einige Kommentare geben. Und was ist mit Shanks? Ja? Ich persönlich halte den Auftauchen von Shanks eher unwahrscheinlich, weil Shanks, denke ich, eher einer ist, der sagt, okay, Ruffy muss sein eigenes Ding machen und ich glaube, Shanks hat gerade selber volle Hände zu tun, nämlich mit Blackbeard und ich denke, das dürfte soweit so gut auch in Ordnung sein. Ja, ich persönlich denke, Shanks wird, wenn überhaupt wirklich nur auftauchen, wenn Ruffy und Kukul zum Sterben stehen oder so, wenn es wirklich absolut nicht mehr geht, da ja? Oder halt wenn, dann ganz zum Schluss, ja, aber ansonsten denke ich nicht, dass Shanks hier auftauchen wird, weil es halt einfach die Kraft ein bisschen verzerrt, ja, die Allianzkräfte, der Vergleich, dass Shanks verzerrt das Ganze natürlich unglaublich, ja, und Shanks würde dann so diese Hauptkraft sein, die halt gegen Kaido hier ankommt und das wäre natürlich etwas, was halt entgegen des Sinnes des Shonen Mangas wäre, dass halt Ruffy derjenige sein wird, der halt die Hauptarbeit übernimmt und ich denke, da wird sich Eiichiro Oda definitiv dran halten. Deswegen bei mir Shanks sehr, sehr unwahrscheinlich. Kommen wir zur nächsten Frage und diese lautet, geht Oda fair mit Sanji um? Und gerade in diesem Kapitel sind natürlich auch nochmal so diese Kritikpunkte um Sanji herum, um seinen Charakter natürlich lauter geworden, weil Sanji, der hatte nicht mal wirklich einen richtigen Kampf oder sowas, liegt da blutig im Dreck. Und hier muss ich persönlich sagen, ich verstehe diesen Frust so ein bisschen oder das, dass man sich da natürlich auch so ein bisschen drüber lustig macht, denn wir leben heutzutage in einer Meme-Kultur, ist natürlich so, dass man sich über solche Dinge auch teilweise lustig macht, aber ich persönlich muss natürlich fundamental etwas sagen. Einerseits, das ist halt Sanjis Charakter und dieser Charakter, der ist nicht jetzt einfach so von heute auf morgen entstanden, Leute. Das ist Sanji, wie er halt nun mal ist und das ist er schon immer so gewesen. Schon damals gegen die CP9 war das der Fall, dass Sanji nicht gegen Frauen kämpft. Das tut er nicht. Ja, damals gegen Big Mom zum Beispiel hat Oda bestätigt, er hat nur sich oder je nachdem seine Schwester damals verteidigt mit Ruffy. Deswegen hat er da mit Big Mom und hat er da mit Ruffy dann quasi gegen Big Mom gehalten. Und das ist was anderes. Aber Sanji als Charakter ist halt immer eine sehr, sehr schwierige Situation. Gerade weil Sanji ja häufig mit Ruffy und Zoro verglichen wird. Und Ruffy und Zoro, die Träume, die sie haben, die sind natürlich völlig fehlgerichtet, beziehungsweise die haben eine komplett andere Richtung als das, was Sanji hier hat. Ja? Denn wenn wir uns das Ganze mal überlegen, Ruffy will Piratenkönig werden, ja? Da muss man halt einfach unglaublich stark sein. Zoro will der beste Schwertkämpfer werden, da muss man unfassbar stark sein, aber Sanji, der hat keine Ambition, in irgendwas der Stärkste zu sein. Sanjis Traum ist es halt einfach nur, dass er quasi den All Blue findet und dafür muss er nicht unfassbar stark sein und nicht unfassbar krass dafür trainieren. Ich meine, gut, wenn wir uns diese eine Szenerie mit King anschauen, ja, Sanji hat den Angriff von ihm getankt, auch wenn er jetzt hier ein Raid-Suit hat, ja, und das als Power-Up gesehen wird, ja, manche sagen, das ist einfach unfair, ja, aber bei Zoros Enma sagen dann die Leute, das ist aber nicht unfair. Da muss man natürlich immer gucken, wo ist diese Verhältnismäßigkeit. Ich persönlich sehe Sanji stets aus einem anderen Winkel. Natürlich, man schiebt ein bisschen Lachkick, man macht sich ein bisschen drüber lustig, so, ist auch völlig in Ordnung. Ich selber mache das natürlich auch, aber ich denke, fundamental ist Sanjis Charakter halt einfach ein bisschen anders. Er ist eigentlich nicht der Typ Charakter, den man mit Ruffy und Zoro auf eine Linie stellen sollte, weil halt gewisse Grundvoraussetzungen für ihren Traum sich halt komplett unterscheiden. Zoro muss stark sein, Ruffy muss stark sein, Sanji muss das nicht zwingend, er ist trotzdem unglaublich heftig, Leute, das dürfen wir nicht vergessen und Sanji hat natürlich jetzt hier mit seinem Raid-Suit eine sehr gute Möglichkeit. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig und sehr, sehr, sehr hart mit anzusehen, dass Sanji da immer irgendwie den Kürzeren zieht, da im Dreck liegt, blutet und so weiter, nicht mal wirklich so seinen richtigen Moment und richtigen Kampf geht. Und wir warten natürlich auch alle so lange drauf und was das Ganze natürlich immer unglaublich krass befeuert hat, war ja diese Fehlinformation um das Jahr von Sanji, ja, da wurde ja damals bei Whole Cake Island wurde das gesagt, wir haben jetzt das Jahr von Sanji, es ging aber nur um seine Vergangenheit, es ging nicht darum, dass er einen krassen Kampf hat und so weiter. One Piece ist nun mal auch ein bisschen mehr als nur ein einfacher Battle-Shonen, ja, da ist viel mehr Tiefe drinne.
Und deswegen, ich kann auf der einen Seite natürlich so ein bisschen diesen Frust verstehen. Ich bin ein großer Sanji-Fan, das wisst ihr. Und mich nervt es natürlich auch so ein bisschen, ja, dass Sanji jetzt hier nicht mal so seinen richtig krassen Moment bekommt. Ja. Das ist natürlich etwas, wo wir natürlich jetzt einfach geduldig sein müssen. Ich meine, früher oder später, und ich hoffe jetzt nach diesem Plot hier mit Black Maria, dass Sanji dann endlich seinen Kampf angeht und bekommt, ja, sei es Queen oder vielleicht sogar King mit Marco zusammen. Aber ich gehe eher stark davon aus, dass es Queen sein wird, ja, dass man da dann endlich hier wirklich bei Sanji mal ein bisschen so die Ruhe einkehren lassen kann, dass Sanji einfach mal zeigt, alles klar Leute, hier, das ist das, was ich gerade drauf habe und das ohne, dass ich halt einen Traum habe, dass ich der stärkste Nahkämpfer der Welt werden möchte oder irgendwie sowas in der Art, der stärkste Nicht-Teufelsfruchtnutzer oder sonstiges, deswegen, Sanjis Charakter ist halt ein bisschen, ja, ist ein bisschen komplett, ist ein bisschen anders, also das müssen wir einfach so nehmen, wie es ist. Ich denke, Ichiro Oda, der hört, denke ich mal, auch ganz gut die Kritik, die um Sanji in der Welt hier so florieren, ja, in der Community. Ich denke, das kriegt Oda mit und ich denke, was Sanji angeht, da werden wir alle noch sehr, sehr satisfying irgendwann mal zu Bett gehen, wenn es heißt, das Kapitel um Sanjis Kampf jetzt kommt raus oder ist rausgekommen, ja. Ich denke, Oda wird mit Sanji noch etwas Großes machen, ja. Klar, Oda hat mal gesagt, dass er jetzt Sanji nicht mehr so cool dastehen lässt, wie er es auf Whole Cake Island gemacht hat, ja. Aber das sind völlig verschiedene Paar Schuhe, was das Character Development und halt der Kampf an für sich angeht, ja. Ich denke, Sanji kriegt noch seinen Moment. Ich glaube da zumindest sehr stark dran, weil ich halt ein sehr großer Sanji-Fan bin und ich denke, es wäre eigentlich zu schade, wenn Sanji jetzt keinen, irgendwie, überhaupt keinen Kampf kriegen würde, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich denke, Sanji wird ja noch Berge bewegen auf Wano Kuni. Sanji ist ein Charakter, den brauchen wir unbedingt, ja, gerade mit seiner Stärke. Ich meine, nicht umsonst hat Oda ihm den Raid-Suit gegeben, dass er ihn jetzt einfach nichts tun lässt, ja, Leute, das ist etwas, was ich hier nochmal mit reinwerfen möchte. Sanji kriegt seinen Kampf, Leute. Ja, es dauert halt nur ein bisschen. Ja, man muss mit Sanji ein bisschen geduldig sein, mit Oda ein bisschen geduldig sein. Und dann kommt das schon irgendwann. Kommen wir zur nächsten Frage und diese lautet, wann glaubst du, geht es wieder hoch auf das Dach? Ja, und da muss ich ganz klar sagen, keine Ahnung. Ja, es kann im nächsten Kapitel schon so sein. Ja, es kann aber auch erst in 5 oder 6 Kapiteln so sein, dass man erstmal jetzt hier so ein bisschen unten die Action hat, damit oben wieder ein bisschen Zeit vergeht. Ja, aber ich wünsche mir bitte, dass Ichiro Oda nicht hingeht und quasi diese Niederlage von Ruffy, Law und Co., die ja dann eventuell durch diese Hybridform von Kaido zustande kommt, dass man das irgendwie offscreent, ja. Weil das war ja eine, das war ein sehr großer Kritikpunkt generell auf Wano Kuni zur Anfangszeit, dass Ichiro Oda einige Kämpfe einfach offscreen beendet hat und ich hoffe, das passiert da oben nicht. Ich würde schon gerne sehen, wie Kaido Law, wie Kaido Zoro, wie Kaido Ruffy, wie er sie wirklich absolut fertig macht. Das wäre etwas, das müssen wir sehen, das darf nicht geskippt werden, da wäre ich schon ein bisschen enttäuscht drüber, aber ich denke, die Frage, wann, also wirklich, wann es wieder hochgeht, das, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ja, es kann jetzt sein, es kann aber auch in 5-6 Kapiteln erst sein. Kommen wir zur letzten Frage und diese Frage lautet, funktioniert Otamas Teufelsucht auch bei normalen Soa-Nutzern? Und da, keine Ahnung, also ich bin auch gespannt drauf. Ich persönlich denke aber, dass das Ganze begrenzt sein wird. Ja, wir haben ja jetzt in diesem Kapitel schon die kleine Grenze von Otama so gesehen, dass man natürlich nicht unendlich viele Gibidangos oder so machen kann. Ne? Jetzt ist natürlich auch die Frage, ist das wirklich die einzige Fähigkeit, die Otama besitzt? Weil diese Teufelsfrucht mit den Kibidangos, das ist ja schon sehr, sehr besonders. Also sie macht Kibidangos und durch diese Kibidangos kann sie die Leute quasi zu Gefolgsleuten machen. Und das ist schon etwas sehr Spezielles. Das ist eine sehr spezielle Teufelsfrucht. Und ich denke, eine Teufelsfrucht, die, sofern sie wirklich auch bei normalen Soa-Nutzern funktioniert, die halt unglaublich overpowered wäre. Ja, also ich persönlich denke, wenn es funktioniert, dann halt wirklich nur ganz, 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 ganz knapp auf einer ganz dünnen Linie, dass man zum Beispiel als normaler Soa-Teufelsfruchtnutzer, dass man da ein bisschen ankämpfen kann oder sowas in der Art. Also das ist so eine Frage, die muss man natürlich so ein bisschen, die muss man irgendwo mal stellen, ja, weil das eine Sache ist, was passiert zum Beispiel, wenn sich der Soa-Nutzer in seine komplett normale Form verwandelt, in seine menschliche Form, funktioniert es dann immer noch oder das sind halt diese ganzen Fragen, die ich mir hier stelle, aber wenn Oda das pullen wird, dann wird auch ganz klar eine Grenze gezogen, ja, es wird jetzt nicht so sein, dass Otama Kaido irgendwie zähmen kann oder sowas, also das kann ich mir nicht vorstellen, ja, wäre lustig, klar, aber für den gemeinsamen Plot jetzt, dass man das Ganze natürlich auf einer ernsthaften Basis beendet, ja, diesen Krieg, diesen Kampf oder so, denke ich, da wird Otama keine allzu große Rolle spielen, weil das wäre natürlich auch alles andere als gut und es wäre halt einfach ein Asspull oder so, ist etwas, was halt ja irgendwie ein bisschen blöd
gelaufen wäre dann. Also ich denke, das wäre dann so dieses typische Szenario, wie Eiichiro Oda hätte diesen Krieg verkackt oder sowas. Und das würde er nicht tun. Ja, Leute, da können wir, denke ich mal, sehr beruhigt sein. Also das wäre etwas, was, glaube ich, niemanden von uns irgendwie zufriedenstellen würde. Ja, ich bin mal gespannt. Also vielleicht bei normalen Zoan-Nutzern vielleicht nicht so krass, wie es bei den Smile-Nutzern ist. Aber im Endeffekt, ja, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, Smile und Zoan, inwiefern unterscheiden diese sich, ja? Da bin ich mal gespannt, wenn wir da wirklich hier in dieses Szenario kommen. Und ich denke, das wird irgendwann jetzt so sein, weil wir haben jetzt den Kampf mit Ulti Page One und so, bei Lysop etc., bei Otama. Und das wird dann vermutlich jetzt hier wirklich dann irgendwann eventuell dann auch Früchte tragen. Ich bin mal gespannt. Also ich würde mich drüber freuen, wenn es halt in ein, zwei Situationen irgendwie klappt, ja, aber natürlich jetzt nicht vollständig, dass man da jetzt einfach durchmarschiert oder sowas. Ja, die sollen sich natürlich auch ein bisschen anstrengen müssen, aber ich bin da gespannt auf die Zukunft. So Leute, das war's dann vom heutigen Podcast. Ich bedanke mich natürlich sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt, ja. Und zu guter Letzt mal eine Frage. Wer von euch würde theoretisch einen Podcast auch irgendwie auf Spotify hören oder sowas? Ich bin mir überlegen, ob ich die Podcasts auf Spotify raufhaue. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr daran Interesse hättet, ja. Wäre mal interessant zu erfahren. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre sehr cool von euch. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, für Content ist natürlich gesorgt die kommende Woche, auch wenn es kein Kapitel gibt, Leute. Dann wünsche ich euch einen entspannten Rest Sonntag. Macht's gut, haut rein. Ciao und tschüss.